Oh. Karlach. Das ist doch auch ein spielbarer Charakter. Heißlaufen. Oder Charakterin. Zariel-Tiefling. Avernus-Flammen knistern in deiner infernalischen Maschine und setzen dich in Brand. Ah, für sie sind die Münzen. Ja gut, Nummer 2 bringt nichts. Vorsichtig beobachten. Ja, fragen. Me. Never been better. Oh fuck me. It's you from the Nautiloid. Please tell me I found you before those so-called paladins of Tyr did. Good. Great. Glad I don't have to kill you. A great heat roars through you. Her heat, fiery as the hells. Then you're lost in visions of demonic armies as you tear through a landscape of fire and blood. A blood war. You saw it from above as the Nautiloid passed through Avernus. This woman was on the front line. What was that? Die Larven in unseren Köpfen, sie verbinden uns. Ja. Ja, wir sind direkt mal hier frontal. Fuck's sake. Mountains as far as the eye can see. Guess that explains the voices. From that peek I got into your head, you've made some inroads trying to get the thing sorted. But alas, no joy. I'm Karlach. And you are... Ich bin letztendlich der Schlüssel zu eurer Heilung. Ich habe kein Interesse an neuen Freunden. Well met, soldier. Now that we're old pals, how would you feel about helping me kill some evil bastards? Background, if your moral compass needs something to point at. You already know I fought in the Blood War. I was good at killing demons. Really good. So good, Zariel, the archdevil herself, made me her personal attack dog. I played along until I could get the fuck out of there. It took me 10 years to properly escape, but now I'm free. Zariel sent goon after goon to hunt me down. But believe me when I tell you, I'm not going. The latest yappy little dog she sicked on me are nearby. A group of dopes posing as paladins of Tyr. Wanna help me take them down? Weil jetzt wild, wenn wir selbst ein Paladin werden, ne? Wahrscheinlich. Ja, ich weiß ja nicht, ob ich jetzt einfach zustimmen will, überhaupt irgendwelche Leute zu töten. Aber, Don't worry. I'll lead the charge. I could use your help. There's a lot of them, and only one of me. After that, we can team up. Take Faerun by the short hairs. Sound good? She's, perhaps a little rough around the edges. But I suppose I can be smooth enough for two. dann mal los. Fuck yes. They cornered me outside the toll house just up the hill. Doubt they've gone far after the scorching I gave them. Hang on though. Looks like you've got enough backup at your side. Not sure there's room for me. I'll catch up with you when it's time to camp for now. But don't get to any of the fun stuff without me. Got it? Got it. Ciao, gehen wir ins Lager.
Öl der Verkleinerung. Schlechtes Gift, Öl der Präzision. Pfeil des Eisens. Eises, oder? Eises. Eisens habe ich gerade gelesen. Okay, that's it. Können wir denn die Waffe ins Wasser eintauchen? Auch nicht. Okay, das heißt, wir gehen jetzt zurück ins Lager. Tauschen sie aus gegen irgendeinen. Hallo, Gönnhorn. Wo ist sie denn? Ah, hier. Direkt vor uns, Rule. Why are we slowing down? Muss erst jemand weg tun, weiß nicht. Vielleicht Schattenherz unser Heal? Nee. Ich glaube Astarion dann dementsprechend. Bro? I knew we were a strange band, but a fugitive from the hills. Was denkst du, wie sie schmeckt? Not that I want to get on the wrong side of any devils, but this Karlak is a survivor. Plus, I appreciate anyone who opens a conversation with threats of bodily harm. Aber würde ich gerne mal wissen, wie genau wird man zum Vampir? Ja gut, das wissen wir ja. Ich habe mich ja gebissen. Ja, bleib mal im Lager, Diggi. Oh, darling, I'm hurt. I thought we had something special. Ja, bitte bleib einfach hier. I guess I'll spend my... It sounds awful. Ja, kriegst schon hin. Karlach, komm mal mit. Why are we slowing down? Let's go, go, go. 1691 EP. Baba. Sinn für Gefahr. Du spürst, wenn Dinge nicht so sind, wie sie sein sollten. Okay, gegen Fallenzauber, okay. Rücksichtsloser Angriff. Alright. Du kannst schon öfter je lange Rast in Kampfrausch geraten. Mit Tieren sprechen kann sie sogar an sich. Ach krass. Ah, dabei muss auswählen natürlich. Jetzt erstmal Erbe von Avernus, senkendes Niederstrecken. Bewege zusätzlich 2 bis 12 Feuerschaden. Okay. Wildherz. Berserker. Raserei. Rasender Hieb, wütender Wurf. Wird als Bonusaktion einen Nahkampfangriff mit der Waffe aus, die du trägst. Wütender Wurf. Schleudere einen Gegenstand oder eine Kreatur auf ein Ziel, dem du zusätzlich Schaden zufügst und es umstößt, sodass es liegend ist. Auch noch als Bonus. Okay, außerdem kannst du als Bonusaktion einen improvisierten Waffenangriff ausführen. Okay. Der macht aber an sich, warte mal. Wo war das immer? Hier. Zustand. Okay. Also müssen jemand angreifen, lese ich. Okay. Wilde Magie. Einen zufälligen magischen Effekt auslöst. Das ist halt auch schon geil, ne? Bin ich ganz ehrlich. Müssen wir denn die ganze Zeit die Tränke und so weiter ballern? Aber ich glaube, das kriegen wir noch öfters. Oder können uns auch öfters kaufen.
hat sie denn dabei? Nothing. Heal. Ah, die Musik ist immer so geil. Okay, raus. From this distance between Elturel and Baldur's Gate, I'd say a long way away. That meant getting word to my mother rather tricky. Das sieht schon cool aus. Ich glaube, die Charaktere finde ich geil. Wobei Gale eine geilere Rover bräuchte. So, das heißt, wir gehen jetzt langsam hoch. Sehen wir die schon? Irgendwas geht da drin ab. Man hört was. Aber wir sehen noch nichts. Oh. Toter Zöllner. Ja, ich dachte auch damals, dass man den Dämonentyp nicht töten kann. Deswegen haben wir das Schwert nicht. Toter Knoll. Okay. Easy, easy. Schäbige Tür. Ja, ich bin gerne noch ein bisschen höher, glaube ich. Vielleicht von oben rein? Das heißt, wir haben unten nur die Tür. Hier vorne rum das riesen Scheunentor. Und wie gesagt, die hier, okay. Weiß nicht, ob ich es rausziehen will. Ich weiß nicht mal, was da drin jetzt abgeht. Wir speichern. Öffne mal. Drinnen. Anders. Schwert von Tür. 44 Leben. Vielleicht in den anderen Räumen immer noch was? Wobei, hier ist noch die Scheune. Da können wir noch nicht reingucken, ne? Nee. Okay, easy. Ruhig bleiben. Cut it out. It's worse than gnolls out there. Nothing we need to worry about. How about a dragon? Would that worry you? I'd give it a bloody good fight, that's for sure. The only thing you give a dragon is bad gas. Geht sie geht weg? Nee, geht sie nicht. Die Feuerschale, ja. Sehr gut, Kevin. Weil sie steht aber nicht drunter. Das ist noch eine Holzluke. Vielleicht die Kiste auf ihn schmeißen? Oder beide Kisten. Wenn wir Vorteil haben, können wir vielleicht sogar beide Kisten schmeißen. Ich glaube, wir müssen warten, ob sie wieder rüber patrouilliert. Hm. Kann man denn eigentlich auch die UI einfach mal ausschalten? Weißt du das, Sandro? Mit einem Knopfdruck, keine Ahnung, F3 oder so, dass man ein bisschen mehr Sicht hat. Ich würde auch manchmal gerne noch den Kamerawinkel in sich noch so ein bisschen drehen. F10. Oh, nice. Oh, sehr nice. Okay, ich glaube, die bewegt sich aber nicht mehr. Ich glaube nicht, dass der ausreichen wird. Ja, vielleicht doch. Ja, komm. Wir haben gespeichert. Haben wir? Nee. Jetzt. Fang die Kiste. Na? Weg ist unterbrochen. Why? Aber weil ich direkt an der Kante stehe. Hm. Ich will das Ding nur in die Hand nehmen. Dann mal werfen. Das war eine Nahkampfhandwaffe. Warte mal, hier so rum. Jetzt lässt er auch nicht zu. Weg ist unterbrochen. Ja, Digi, der bewegt dich doch hier hin. Wenn ich es hier hin klicke, wirft er das dahin, right? Ich will es aber hier runterwerfen. Warum ist er nicht so intelligent und bewegt sich hier rüber zuerst?
Warte mal. Aufheben. Hallo, Skiwa. Ruhig bleiben. Können wir jetzt die Kiste... Jetzt geht's nicht mehr, ne? Hm. Kann ich denn... Nee, es geht auch nicht. Zu schwer zum Werfen. Ja, ist ja gleich, ich will nicht ihn werfen, ich will die Kiste runterwerfen. Ja gut, dann... Das Seil. Hier. Okay, machen wir es halt damit. Er rafft's gar nicht. Wer würde so etwas nur tun? Oh, die kommen hoch. Oh Gott. Hi, Bro. Vandals been damaging property around here. You have a feeling you're under suspicion. Hä, hey, was jucken die mich? Müssen wir die gar nicht angreifen? Hallo, Tille. Okay, wir könnten Einschüchtern usen. Easy. You've been given the benefit of the doubt this time, but something tells you next time you won't be so lucky. Jetzt geht er wieder runter. Hi. Please, no more. Leave us in peace and we shall leave you in kind. Cut the crap, Anders. I know what you are. Don't let her hurt us. Please. We just want to go home. Motiv erkennen. Mit Gedanken wahrnehmen, wieder machen, nutzen wir wieder die Larve, ne? Oh, ich glaube, das wird aber schwierig, ne? Ja, aber bei 10. Come, you can do this. Shit. Nothing in his demeanor betrays him. Ja, ich probiere. Wobei, will ich es damit probieren? Tell you whatever you wish to know. Just let us live, please. This is rich. They serve the archdevil Zariel. Biggest liar in all the realms. Seems her servants have picked up some of Mummy's tricks. Believe me, these sneaky fucks won't stop till they have me hogtied at her feet. It isn't true. Half of us are badly injured, the other half dead. I admit we ambushed you. An assignment from our god, Tyr. We thought you a devil, and with your flames you proved us right. But Tyr will not consign us to our death. He is merciful. Leave us, and we'll leave you. Nimm Nummer eins. Enough! Enough! I'll not play pretend anymore. Karlak, you're going home in peace. Ah, ja, doch. Means must. And you, you'll soon learn what it means to ally yourself with the likes of this garbage. Avernus was never my home. It was my prison. I'm free now. And I'm never going back! Ja, moin. Unterlegen. Was? Geld? Was? Warum ist Geld direkt tot?
Was? Was denn mit. Was? Hä? Hallo Smile. Warum ist er direkt gestorben? What? Pfeil des Blitzes. Ja, Digga. Das war aber noch von den Hyänen, oder? Hier. Nee, das ist immer noch alles hier. Ja, hier drin. Ja, moin. Wie viel Schaden hat das denn bitte gemacht? Okay. Ja gut, dann kriegst du mal direkt einen Donner. Wobei danach ist auch er dran. Aber vielleicht holen wir ihn mit Schattenherz hoch und healen ihn direkt. Jetzt kann man gucken, was sie alles kann. Ich probier's erstmal hier mit. Kalach hatte Erbe von Avernus Niederschränk auf anders gewirkt. Kalach braucht 14 für einen Treffer. Achso, wir können nochmal würfeln. Weil wir falsch gewürfelt haben. Ja, komm. Okay. What? Holy was? Er hat noch 2 Leben. Kann man ihn nehmen? Warte mal. Also jetzt aus Spaß. Zu schwer. Oh, manche hat gerne von der Brüstung runtergeschmissen. Also. Man sieht es jetzt halt unten dran, ne? Aber. Chill einfach hier. Oh. Oh shit. Komm hoch! Und jetzt geht da hin. Mathe. What's the plan? Hier? Dann nochmal. Hier. Hol sie. Und ein Heal. Und chill ich mal in die Richtung, dass wieder so ein Blitzding kommt. Heal will ich eigentlich nicht usen. Ich will Schattenherz nehmen. Heal mal. Dich. Beweg dich mal raus. Ja, ich lasse sie noch ganz kurz liegen. Bevor sie nämlich jetzt da unten schießt. Wir brauchen Aktionspunkte. Oh shit, sie kommt von außen, ne? Oh oh. Jetzt können wir so runterkicken. Oh nein, ich wollte so runterkicken. 14 Damage. Aber wir haben keinen Zauberplatz mehr. Shit. Ja gut. Okay. We are dead, I think. Ach krass, wir könnten sogar jetzt. Ah, okay, wow, das wäre unser OE gewesen. Das wir hätten sogar direkt hier alle holen können. Okay, nice to know. Wir haben wieder was gelernt. Okay.
Do you like these? Again. Warum konnte ich die Kiste nicht runterschmeißen? Kann er nicht in die Hand nehmen und 2 Meter laufen und dann die Kiste runterschmeißen? Erst zu laufen, dann eine Kiste nehmen. Ich kann mich hier hinstellen. So. Weg ist unterbrochen. Weil er direkt hier an die Kante laufen will. Digga, du sollst dahin, wo ich jetzt gerade stehe. Weg ist unterbrochen. Ist es zu schwer zum Bewegen, oder wie? Klar, Yokai. Okay, what's the plan? Warte mal. Mal die Schurken, die werden wir schon sowieso abholen. Das passt schon, alles gut. Aber jetzt die beiden. Sie bewegt sich halt gar nicht mehr. Lol, wir können sie nehmen. Guck mal, wie das. Das Vorschaubild. Ich will, dass sie hochkommt. Können wir sie wie so ein Baby rumschmeißen? Nehmen wir vielleicht lieber mal Gale. Weil, können wir hier eine kleine Rast machen? Wir haben aber trotzdem keine Zauberplätze, ne? By the way. Wir können halt gar nichts machen. Wir müssen eine große Rast sogar machen. Können wir die einfach hier so starten? Blade of Frontiers. Thought I'd shaken you for good after the Mind Flare ship. But you just can't get enough of me, can you? Karlach, Advocatus Diaboli, the stink of Avernus. Ich kenne euch vom Goblinkampf im Hain. Baldurin. Wir haben Geschichte aufgepasst, ah ja. Pride of the Coast, in the flesh. And you've got a great fire roars through you, the fire of the first hell. Die Hasenzähne gerade. You are the blade of frontiers racing through the wastes of Avernus. Just ahead, a diabolical figure, red skin, single curled horn, blazes with flame, bloodied great axe held high. He chases the fiend, ignited with rancor. She is an infernal war devil, a threat to the living, evil incarnate. Your allies are fraud, a soldier in the archdevil Zariel's army. Either I cut her down, or she burns the Sword Coast to ash. I've tried to tell you, I am not what you think I am. Another vision. Karlach's blade raised, slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. The man shudders with Karlach's desperation. She is a victim of the Blood War, not an agent of it. By Baldrin's helm, No, I will not be tricked. You saw the truth. I may be an effective soldier, but I never wanted to serve Zariel. Legged it away from her the first chance I got. And yet you served. Ich habe euch nie vertraut. Denkt praktisch, ihr seid infiziert wie wir. Ihr braucht Verbündete, keine Feinde. The man catches his breath and his lips straighten. Sheer dread twists his face. No! Devils cannot be trusted. Götter, seid ihr stur. Das zweite. Would you listen to sense? Alle sind einverstanden. This doesn't have to end badly for either of us. You know monsters, right? Better than anyone. Look into my eyes. Can't you see I'm not what you think?
You really are no devil, are you? I've been deceived. Jetzt einfach ein Axt in den Kopf. Thank the gods. I thought I was gonna have to take your head. You would have died in the attempt. But there have been enough threats today. Truce? I'll do you one better. Allies, we're looking to get rid of these parasites for good and ruin some bastards' days while we're at it. Sounds like your kind of venture. I've not grown any tentacles yet, thank Baldrin. But luck won't be on our side forever. Yes, you have my blade. Your leader willing, of course. Well, soldier, what's the word? Hey! Well met. And a thousand sorries. I've pledged my life to protecting the meek from monsters. But tonight, I was the rampaging beast. I see the good in you, Karlach. I promise not to lose sight of it, even when the hells burn hottest. The famous Blade of Frontiers in the flesh. Clever, this hero act you've got going. Hero, Blade, name strangers gave me. My friends call me Will. Aww. Excellent. If we ever become friends, I'll know what to call you. Wir können ruhig aufstehen. Karlach? Glad Will saw sense. Even more glad he decided to stick around. Takes a pretty slick mover to track down old Karlach. Ja, die zwei. Same. Now, instead of a liability, I've got a friend. Or I will have soon, anyway. Nice. Und da wir schon wieder im Lager sind, wisst ihr, was wir tun müssen? Kratzer, komm mal her. Hope you're keeping well, friend. Ja, alles gut, mein Freund. Hier, komm her. Kurz ein Drücki. Ja, bist immer noch ein Feini. Ja, guck dich an. Ich kann nur so goldig sein. Ja. Ja. So, Will? Smith? You've been witness to a pantomime, I'm sorry to say. And I've played my part all too poorly. Eins und zwei gern haben. Ja, wobei die eins wahrscheinlich auch das andere raushaut. It means that a reckoning's coming. And I'll be the one to pay up. One night soon, when we make camp, the veil will be lifted. And I'll pay my penance. Also wenn wir vorbeikommen und ihn versuchen zu ermorden, oder was? You're not in any danger, I promise. I can't say the same about me. Jemand ist auf der Jagd auf ihn. Okay. Alright, dann rasten wir. Hoffentlich können wir ihn irgendwie beschützen. Jetzt erstmal eine Rast, ganz kurz im Dachboden vom Fight gemacht. Ganz easy, man kennt's. Ah. Da sind wir schon alle wieder wach. Guten Morgen. Kaffee gibt's vorne am Feuer, Männer. Und so, willkommen zurück nach einem kleinen Absturz hier. Wir sind immer noch in der gleichen Position nach der langen Rast. Wir bewegen uns jetzt aber gerade mal taktisch ein bisschen in diese Richtung. Versuche mal das Movement von dem dicken Boy hier wegzukriegen, weil er two-hitted uns direkt in den Tod. Hab die Hoffnung, dass sie sich vielleicht sogar Richtung Feuerschale dann stellt, wenn wir uns nämlich jetzt dahin positionieren. Können wir die Kiste? Weg ist unterbrochen. Warte mal, dann gehen wir mal hier hin. Achso, wir sind nur rundenbasiert. Ja, machen wir mal Echtzeit. Nein, ich hatte ein Erz. Wobei, sie könnte sogar, by the way. Wir könnten sie zuerst in den Fight ziehen.
Weg ist schon wieder unterbrochen. Nimm nochmal. Jetzt. Warum will sie denn... Oh nein, jetzt haben wir uns gegenseitig blockiert. Okay. Jump. So, ich hoffe, sie macht jetzt ein Movement und versucht auf Shatner zu schießen. Hallo, Killerwolf. Komm, move dich rüber. Jawohl! Yes! Sie muss einmal... Oh Gott, ja. Okay, will unten rum. Oh shit. Ja gut, eine bessere Chance kriegen wir jetzt auch nicht. Vielleicht triggert's. Ich sehe leider nicht, wie es aufkommt. Ah, Mann. Okay, jetzt machen wir die Tür zu. Dann stelle ich dahinter. Jetzt könnten wir abwarten, was die machen. Oder, ja, ich würde sagen, wir lassen sie nämlich hochkrabbeln. Das wäre so, ja, wobei. Gale einzeln. Adventure awaits. Wobei wir jetzt, wir könnten von der anderen Seite ran. Warte mal. Sie sieht uns ja nicht. Warte mal, hey. Okay, Karlach drin. Schattenherz drin. Damn, it's good to be alive. Vielleicht sind wir leise genug. Ich weiß nicht, ob's helfen wird. Easy. Nein, was machst du denn? Oh, nein, sie will springen, nein. Ah, sie kann halt durchspringen, ne? Das wird doch safe erkannt, oder? Nee? Okay, sie muss jetzt relativ hoch treffen. Komm. You can do this. Okay. 15. Gale. Auch nochmal rüber. Fünf Damage nur. Kann ich jetzt hier runterjumpen, ohne dass sie mich mitbekommt? Liegend. Shit. Okay, warte mal, dann gehen wir erst hier rüber. Ich weiß nicht, ob das triggert, wenn wir die Tür zumachen. Oh, sie... Ah, der ist tot. Ich dachte gerade, okay. Kann man Karlach vorbei, nee, ne? Warte mal. Kann man hier rüber, ohne dass sie es jetzt bemerkt? Oh, yes. Okay. Get done. Moment. That. Okay. Alright, Schattenherz noch dran. Komm her. Die kommen jetzt rüber, ne? Gelähmt. Gut, wir könnten helfen. 10 Runden lang gelähmt. Ich würde...
Können wir nicht jumpen? Guck mal, geh doch bis hier hin. You can do this. Upp. Und jetzt. Ach, wir haben keine Hauptaktion. Okay. Dann geh ich ein bisschen weg. Sie könnte. Auch nicht. Die Tür kann man auch nicht zumachen, oder? Doch. Ja, jetzt kommt er wahrscheinlich, ne? Ja. Oh oh. Kalach! Shit! Er hat so übertrieben. Ja, da liegt sie halt wieder. Warte mal, geh mal runter. Und noch Feuer hinterher. Nein. Können wir irgendwie. Warte mal, wir können, können wir irgendwie noch stunnen oder so? Schützensband. Ja, wo waren das? Wir hatten doch irgendwas, das wir ihn komplett schützen können, oder? Nee. Also mit Segnung oder so, jetzt hätten wir auch Feuer machen können. Konzentration verloren. Tür des Schutzes ist weg von ihm. Okay, bewegt schon ein bisschen darüber. Jetzt kommt sie halt dran. Sie wird safe. Oh nee, sie wird halt Kalach schon wieder töten. Ist er blockiert? Oh, der Weg ist blockiert. Boah, zum Glück. Wir können jetzt unterstützen. Oder halt auf ihn gehen. Von. Nur ins Feuer. Ab hier ist Feuer. Bis hierhin geht. Sprung. Na. Warum geht nicht? Hallo? So? Hallo? So? Wow. Okay, beweg dich bis dahin. Und mach die Tür zu. Einfach aus Prinzip. Fuck yes. Okay, es wird gar kein Zeug mehr. Gehen wir hier hin. Spring da. Ah, wir haben nicht genug Ressourcen, okay. Dann bleib hier einfach stehen. Oh oh. Good night, Gail. Alter, und er stößt ihn noch ins Feuer. Fast down. Aber die Tür ist schon wieder blockiert. Okay, wir machen Folgendes. Es braucht dann eine Hauptaktion. Moment, bisschen Movement. Wir können alle healen. Ja klar, Digi, wenn du Bock hast. Wie viel machen wir? 9. Nochmal ein Heal hinterher. Okay, wir könnten. Will ich die Tür zumachen? Warte mal, die Schurken wäre dran. Dass sie keine durchschießen, right? Wobei, sie können es wahrscheinlich aufmachen. Was ist denn jetzt? Warum ist denn sie jetzt gestorben? Anders hat göttliches Niederstrecken benutzt. Was?
Was? Warum konnten der jetzt einen Haupthandangriff durchführen? Hä? Die Tür ist doch zu. Wie konnten der jetzt angreifen? Der hat 14 Hiebschaden gemacht und dann nochmal göttliches Niederstrecken. Hä? Ja, wow. Jetzt hat er wieder gar nichts verfügbar. Also, dieser Fight, ne? Ich kann ja gar nichts machen. Karlach gleich wieder dran, Pelzer kann er gar nichts machen. Ist auch schon mal mega shit. Aber wir können jetzt durchgehen und ihn halt weghauen. Möglicherweise. Weh, du triffst nicht, Karlach. Was macht sie? Läuft sie außen rum? Ja. Okay, somit können wir Schattenherz nochmal hochhelfen. Oh oh. Müssen aber auch. Doch. Auf geht's. Wenn sie jetzt auf Pelzer schießen würde, kriegt er dann trotzdem Damage oder ist aus der Lähmung. Also ist er aus der Lähmung dann raus? So, lauf mal hier rein. So. Genügend Bewegung. Shit. Okay, Berserker geht weg. Jetzt auf Karlach? Ja. Okay, so viel dazu. Hilft nicht. Das sind wieder. Ach, 5 Meter. 3 Meter braucht es springen. Ach so. Okay, erklärt einiges. Können wir hochschießen? Niedere Position. Es ginge aber schlecht. Ah. Mein Karlach wäre danach sowieso dran. Verteidigung, okay. Normal Feuer. Fehlschlag. Weil es auf ein Spiegelbild geht, oder wie? Also, wir müssen erst die Spiegelbilder töten, bevor wir sie rankommt. So habe ich jetzt alle drei drin. Verkacken wir auch noch. Zu schwer. Warum ist sie denn so schwer? Oh, sie ist dead. Oh Gott. What? Geh mal aus der Kotze raus. But a pile of ash.
That's right, she won't. She can't. She couldn't even lay a finger. Okay. Sie ist immer noch in der Säure. Was macht sie denn? Was macht sie? Was? Warum haut sie denn jetzt die Treppe? Oh, sie rastet aus. Hä? What? Kannst du aufhören? Kann man es mal heilen? Hallo, was passiert denn hier? Entspann dich. Karlach. Kann ich sie jetzt? Ungezügelter Zorn. Ja, kannst du aufhören. Noch zweimal darfst du, komm. Ja, mach alles kaputt, ist okay. Ja, ist okay, komm, lass die Wut raus. Ja, mach die Leiter kaputt. Okay. Und Schmidti, danke schön für dein Follow. Herzlich willkommen. Die hat Erdbeerwoche, ja, ist halt so. Was man. Ja, ist doch gut jetzt. Ist okay, wir haben ja alles vollgekotzt und alles abgebrannt. Also. Hallo Schmidti, danke schön für den Follow und hallo Owl. Ja, komm. Nimm's einfach mal. So, lass dich. Ah, macht's. So, drinnen. Kurzbogen. Ach, wir haben ja. Okay, Karlach, nimm mal mit. Dolch, nimm mit. Jetzt bist du unser Lederesel. Lagereselchen. Oh, das ist ein Rucksack. Jutesack. Handtücher. Jutesack. Mit nix. Holztisch. Nix. What's poppin'? So good letting off a little steam after facing off with those ignots. Granted, the fire lasted a little longer than it should. Careful, soldier. If I burn any hotter, I might explode. Hear that? Infernal engine for a heart. Lets me burn as hot as the hells. Seems to be running in overdrive since I left Avernus. Won't be seeing my mechanic anytime soon, so I'll just make the most of the extra heat. Just don't get too close till I've found a way to calm it down. Wild, right? And believe it or not, I'm one of Zariel's least mutilated pets. But it's a bit early in the game to be getting into tragic backstories. Let's save the scar show for later, after we've worked up an appetite for tragedy. Meanwhile, I'll need to find someone who can tune up my engine sooner rather than later. Believe me when I say this thing is hot. The first time I faced down those paladins, they let slip there was an infernal mechanic in the area. A tiefling. He might be able to stabilize things, if I can find him. Ja, vielleicht hier vom Druidenhain. Sounds like a good lead. Hopefully our guy will be among them. A tune-up would do this old tub a world of good. Alright. Junge, aber die waren schon arg heavy. Wer hat jetzt kein ultra geiles Schwert dabei, der Boy? Und ganz kurz will ich was checken. So. Wir looten die nämlich jetzt gerade noch. Hier, komm mal her, anders. Schwert der Gerechtigkeit. Türschutz. Großschwert. Ausrüsten. So. Alles rüber. Karotte natürlich mit. Da würde ich gerne wissen, was hier mit dem Flüchtling abgeht. Eine Birne. Hast du die Ruine im Hain getötet? Nö. Nee. Gold. Jutesack. Nothing. Klattertorn-Sandalen.
Okay, roter Apfel. Gerüchter Aufschneiderhut. Gucken wir uns gleich mal an. Hallo, machen wir das Ding hier weg. Was, Jutesäcke? Das ist ein Stangenbrot. Nimm das mal mit. Hallo, ja. Ich würde gerne mal rüber. Wo ist denn jetzt der Hut nochmal? Der war doch gerade hier. Ist der da oben? Hä? Haben wir den gerade angezeigt bekommen? Hier. In der Ecke drin. Oh yes, that's my style. Ja, ja, wir kommen gleich. Look at that. Nice. So, wir müssen nur noch die oben looten, dann können wir direkt rüber. Aber jetzt ist natürlich die Treppe kaputt. Wir kommen da nicht mehr hoch, ne? Karlach. Wir kommen nicht mehr zu dem Loot. Ah doch, wir kommen da hoch. Moment. Wir kommen ja hier hoch. Ich dachte gerade schon. Oh, schlichte Robe, ja, kannst du alles hier, Karlach, stecken. Hier doch alles kaputt gemacht. Schriftrolle wiederbeleben, sogar 3 Stück. Uff. Ja, die sind wichtig danach. Warte mal, aus Rache. Komm her. Zu schwer. Oh, ich wollte sie runterwerfen. Alright. Ich speichere mal gerade mal rein. Speicherstand. Rein damit. So. Bis zur nächsten Folge da draußen.